Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Mittelerde, Mordor Schatten. Kurzer Moment, bevor wir hier das Zeug machen. Die Plage. Oder das hier, 3015. Die Nazgul. Ja, der verteidige die Festung. Ja. Das erste Mal und. Was ist denn da los? Die Nazgul sind unnachgiebig auf ihrer Jagd. Wenn sie ihre Opfer besser verstünden, würde es ihnen zu denken geben. Mal sehen, wie sie sich in der Schlacht bewähren. Ja. Also, die Festung gehört alles mir. Das ist ein Typ für mich. Ich will nicht gegen die Moment, was? Japanese Fidget Spinner? Cool. So, okay, die Plage. Okay, die Nazgul jagen dich. Okay. Helm Hammerhand. Von allen Nazgul war sein Fall der tragischste. Sein Zorn ist grenzenlos. Der dunkle Herrscher fordert seinen Preis, Waldläufer von Gondor. Diese Festung ist nur eine kleine Insel, umgeben vom Meer der Dunkelheit. Und die Flut wird dich verschlingen. Haben wir gerade die Tür offen? Der Kreischer gehört dir, Herr! Wir schnappen uns ein Haustierchen! Gut. Besiege Helm. Ihr verteidigt diese Festung für den hellen Herrscher! Ihr werdet nicht wanken! So, hier. Zack! Was ist diese Art von Haus? Die Tiefen der Qual. Du kannst nicht siegen. Ach ja? Die Armeen Saurons sind ebenso grenzenlos wie seine Macht. Achtung, ein Feuerschlund! Oh. Oh. So, Mann. So, und. Was? Okay, kurz hier rüberlaufen. So. Moment, die Drache wurde getötet? Von was? Geht er zu mir? Was ist den da? Den. So, hier. Ausgewichen und. Den da. Ah, Scheiße. Wow. Da. Moment. Benommen. Ja, ja. Okay, da kommt der. Was zum. So, hier und jetzt zu dir.
So, ausgewichen und weiter. So, komm. Au. Wow. Der hat einen heftigen Schlag drauf. Aber wenn der die ganze Zeit abhaut... Okay, da vorne ist er. Gut, du gehörst jetzt zu uns. Elementarangriffe. Halte und gedrückt und Feinde bitte. Kennen wir eigentlich. Wow. So, und... Sorry, ich muss absteigen. Warum kann ich mich gerade nicht mehr bewegen? Ja, super. Ja. Ich bin wohl in der Luft. Nein. Auftrag verlassen. Auftrag verlassen. Verdammte Scheiße. Plage abgebrochen. So, Blutrache. Okay, jetzt wissen wir. Wir dürfen nicht. So, wir dürfen nicht. Wie heißt es so schön? Wir dürfen keinen Kaukreiten. Wie es scheint. Aber gut. Man lernt ja nie aus, also von dem her. Naja, der ist. Eigentlich wollte ich das hier, die Plage. So, überspringen. Der Kreischer gehört dir, Herr. Wir schnappen uns ein Haustierchen. Ja, ja. Ist schon gut, ist schon gut. Ihr verteidigt diese Festung für den hellen Herrscher. Ihr werdet nicht wanken. So, und jetzt hier. So, perfekt. Du kannst nicht siegen. Aha. Die Armeen Saurons sind ebenso grenzenlos. Wie seine Macht. Ja. Langweiler. So, abgewehrt. So. Gut. Also. Wir müssen... Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. So. Und jetzt... Okay, das geht also nicht. Verstehe. Das sind spezielle Trachten? Kann man das sagen? So, du Schwächling. Okay.
Okay, wow. So, wow. Gut, und jetzt, wow. Er kann also Kreaturen beschwören. Und jetzt haut er ab. Au. Wenn der mich nicht angreift. Ja, verdammt, der greift an, aber. So. Ich weiß, sollte ich eigentlich nicht, aber. Scheiß drauf. Ist das ein Eis? Krauk? Du bist tapfer Waldläufer. Dein Wille ist so stark wie die Mauern deiner Festung. Ja? Dann stirb! So. Hier. Au! So, und jetzt, au! Der Hexenkönig wird dich in seine Armee aufnehmen. Er wird jemanden brauchen, der dich ersetzt. Ja, das ist... Wow. Also, sein Schlag ist schon hart. Wir werden dich immer wieder niederschlagen, bis du dich fühlst. Perfekt, abgewehrt. Und übernehmen. Wow. Du wirst ihn nicht bekommen. Seine Wunden werden ihn lähmen. Was ist mit deinen? Kein Problem. Eltariel. Die Plage abgeschlossen. Hab neulich Nacht mit den Jungs ein Lager ausgeraubt. Haben die Wachen zerhackt, bis die Klingen stumpf waren. Und gute Beute dabei? Ein paar Wetzsteine. Würde sagen, hat sich gerade so gelohnt. Okay, gut. Was? Es gibt nur noch ganze Lebenspunkte? Gut, dann übernehme ich noch den da. So. Also, wo ist diese verdammte Plage denn nun hin? Hier, nein, hier. Gut. Wir gehen hin. Wir müssen diesen Nazgul finden. Eltariel hat ihn vielleicht schon gefunden. Vielleicht. Ich weiß nicht. Hast du das gehört? Ja, ja, irgendetwas hat man gehört. Okay, da kämpfen Leute. Ein Drache? Überall diese Drachen. Gut, was haben wir hier Schönes? Heißer Zorn. Heißer Zorn. Eltariel hatte Helmhammerhand bis auf die schneebedeckten Zipfel von Seregost verfolgt. Geh zu ihr und besiege den Nazgul. Also gerne. Wir machen den kalt. Dich zu retten wird langsam zur Routine. Auf die Sache mit dem Durchbohren könnte ich allerdings verzichten. Wo ist der Nazgul? Ganz in der Nähe. Kannst du mir folgen? Ich tue mein Bestes. Zum ersten Mal? Oh, Moment. Das war nicht deine erste Begegnung mit Helm, nicht wahr? Ich trat jedem Ringgeist öfter gegenüber, als mir lieb ist. Und du hast sie nie besiegt? Noch nicht.
Warum kämpfst du dann weiter? Im Krieg gegen die Dunkelheit ist manchmal schon ein Unentschieden ein Sieg. Diesen Kampf müssen wir aber gewinnen. Was ich sagen wollte, zum ersten Mal habe ich ihre Ohren gesehen. Siehe den Drachen da vorne. Aber gut. So, na, Kleiner. So. Unter Helms Dienern sind die Drachen am gefährlichsten. Indem wir einen von ihnen beherrschen, können wir die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Wie den Ring der Macht? Du lässt mein Misstrauen nicht verblassen, Elbenherr. Ja. Ein Elbenmeuchler. Und meine Frau noch dazu. Das kann nicht sein. Ja. Also, zum ersten Mal habe ich wirklich ihre Ohren gesehen. Bis mal gesagt wurde, sie sei eine Elbin. Habe ich nicht gewusst, dass sie eine ist. Dann halt so. Wow. Und sind da gleich zwei auf einen Haufen? Sehr gut. Gut, die eine Kopf ist weg und jetzt zu die... Gebrochen? Wer? So. So, wow. Da oben also. Bam. Was geschieht mit den Nazgul, wenn sie bezwungen sind? Ihr Geist bleibt bestehen. Er kehrt nach Barad-dûr zurück, wo er sich stärkt, bis er wieder physische Form annimmt. Also, bleibt ihnen der Tod verwehrt. So, okay. Und weiter geht's. Komm schon. Dank unserem Reittier sind wir ein bisschen schneller als sie. Kommst du? Also der Tod bleibt ihnen verwehrt. Und weiter? Ich glaube nicht, dass das alles war. Ich bin es leid, dass die Nische immer nörgelt. Er nörgelt und nörgelt und nörgelt. Ja. Aha. Der nörgelt sogar immer nörgler. So. Mein Meister verlangt, dass du ihm dienst. Doch was deine Elbin angeht, ich werde mir ihren Kopf und ihre Hände als Trophäe nehmen. Versuch ruhig zu fliehen. Ich werde dich finden. Waldläufer, ich brauche deine Hilfe. Bin gerade dabei. Und jetzt... Au. Wow. Und eh. Zwei von denen?
Ich habe schon zähere Bestien als dich getötet. Stärkere, schnellere, klügere. Aha. Na komm. Du wirst bluten. Wo bleibt deine Angriffslustigkeit, hä? Wirst du schwächer. Wow. Scheiße. Aha. Perfekt ausgewichen. Meine Drachen jagen dich. Gut, und weiter geht's. So, hier und... Ey. Spüre das heiße Feuer meiner Drachen. Den kalten Stahl meines Hammers. So, wo ist sie? Da drüben. Okay. So, perfekt. Abgewehrt und... Und hier. Meine Qualen enden. Deine fangen gerade erst an. Ja, ja. Du hättest mir die Hand deiner Tochter nicht verwehren sollen. Für die Rettung eurer Tochter. Nein, bitte nicht. Wenn du mich tötest, gibt es Krieg. So sei es! Vater, mein Leib! Wow! Mein Herr! Wie konntest du nur? Du warst dabei, als Sauron diesen Königen die Ringe gab, die sie verdarben. Diese Ringe sollten Ordnung schaffen. Sauron täuschte mich, er täuschte uns alle. Und doch, trotz alledem, hast du einen neuen Ring erschaffen. Wir schufen den Ring. Warum sonst nahmst du meinen Hammer? Es sind nicht noble Menschen, die wir knechten, nur wilde Orks. Und es ist diese Armee, die Sauron für immer Einhalt gebieten wird. Um jeden Preis. Ein Drache wäre hilfreich gewesen. Ach, Elbenkönig, Celebrimbor. Oh,
Errungenschaft unterworfen. Aber holy moly fucking doly. Der hat seine eigene Tochter versehentlich getötet, aber dann ist der in Raserei geraten und da bam, alle umgebracht. Aber wollte seine Tochter bei ihm bleiben oder ich weiß nicht, Verbesserung. Gutes Dings zu abwehren, das wäre gut. Bodenaufzehrung. Ja, das ist nicht so das Wichtige. Was ist das? Also, tödlicher Schlag. Man kann mehrmals hintereinander, das ist gut. Okay, und was ist das hier? Adlerhorst. Brauche ich nicht. Drachen länger kämpfen. Rudel. Ah, das sind so schwere. Also, es ist nicht im Sinne schwer. So eine brutale Kälte. Panisch davonlaufen und die Dauer. Aha, das ist nicht so wichtig. Schnell 3 Doll. Okay, geworfen werden. Und hier. Ja, kritisch. Das ist nicht so wichtig. Also, was haben wir hier? Also, ja, machen wir das mal. Aber ich bin immer noch für das da. Oder für das? Moment. Wir können es mal ausprobieren. Inventar. Moment, wir haben etwas Neues, aber... Ach so, hier. Ich würde aber sagen, da wir das da haben, finde ich viel geiler als alle anderen. Verbesserung. Ach so, falsche Taste. Ich dachte schon, warum, hä? Das Schaden wäre ein bisschen höher, aber dafür weniger Pfeile. Ich sag dazu, nein, danke. Okay. Und hier, was haben wir hier dafür? Des Krieges. Also das haben wir an, oder? Ja. Des Krieges. Ist das des hellen Herrschers? Nein, Krieges. Das stellt pro Sekunde 8 Gesundheit wieder her, wenn du brennst. Ja, super, danke. Ach, keine Rüstung. Rüstung der Finsternis, ach, keine Rüstung und der Rüstung des hellen Herrschers. Ja. Ich glaube, der Rest hier oben kann verkauft, wird zerstückelt werden. Die sieht eigentlich geil aus, aber... Leider nein. Also, die sieht so aus. Die haben wir hier im Moment an. Ja, keine Rüstung. Sieht schon geil aus. Beherrschte Fußsoldaten erleiden weniger Schaden. Und hier, was ist? Stellt dir wieder her, wenn du einen brennenden Feind tötest. Ja, brennend. Das ist mir egal. Aber gut. Haben ein bisschen Platz gemacht. Was machen wir als nächstes? Wenn wir schon hier sind. Eigentlich sollte die Folge schon zu Ende sein. Wenn ich ehrlich bin. Aber wir übernehmen zuerst mal den da. Ja. Ciao, ciao. Okay, was haben wir hier? Und? Karagor sind in der Nähe. Bald müssen sie die Peitsche ihres Herrn nicht mehr fürchten. Bla bla bla. So, hier und zack. Mit Geschwindigkeit
ja, speeden wir hier durch die Gegend und machen Zeug. So, hier. Steht's auf dem Hut. Und du dachtest, das würde mir wehtun? Das vielleicht nicht, aber das hier. Ohren zu halten! Komm wieder her! So, unten lang und von hinten. So, und zack. So, doppelt gemoppelt und jetzt. Er wollte fliehen, aber ich hab ihn erwischt. Wer wollte fliehen? Entkommt uns nicht. So. Unten durch und. Bam. Okay. Und unten lang. Das muss wehtun. So, unten lang und erstechen. Und jetzt gehörst du mir. Unterwerf dich mir. Rekrutieren. Schwöre dem hellen Herrscher die Treue. Sehr gut. Ich diene als dein Auserwählter. Und jetzt hau ab. So. Ich gehorche, Herr. Er ist wieder da. So, nachdem wir das gemacht haben, würde ich sagen, das und wir reisen schnell reisen. Und hier noch einer. Episch verflucht. Taz Kartenhütter. Hüter. Der Balrog wird Mittelerde verschlingen, wenn wir ihn nicht aufhalten. Keine leichte Aufgabe. Doch mit Karnen können wir es schaffen. Wart ihr nicht gerade in der letzten, ja, letztes Mal, als wir gegen ihn gekämpft haben, ein bisschen. Moment. Hatten wir das nicht schon? What? In meinen frühesten Erinnerungen bin ich in Decken gewickelt und meine Mutter zeigt mir die Bilder eines Märchenbuchs über Luki die Larrikin, deren Streiche immer katastrophal endeten. Doch ihrer strengen Gouvernante war sie immer einen Schritt voraus. Jahre später, als ich lesen konnte, fand ich das Buch wieder. Ich war überrascht, dass es voller kleiner Moralgeschichten steckte, statt der lustigen Anekdoten, die meine Mutter erzählte. Ich frage mich, warum sie das getan hat. Ja, gute Frage. Ich wollte... Aber... Hä? Knittelverse für Kinder, wie ich sehe. Etwas mehr als das. Vor langer Zeit las ich dieses Märchenbuch meinem Sohn vor. So. Und wir hauen ab. Whee. Einfach mal weg. Weg, 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 weg. So. Ich bin dein Ende. Ich treibe dich. Ja. Ich würde sagen, wir gehen darüber. Ich weiß, wir sind gerade daneben, aber. Ich will überprüfen, also in der nächsten Folge will ich schnell überprüfen, ob sonst noch irgendetwas hier rumliegt. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.